Liebe Gäste, lieber Rudi, im Namen der Arbeitnehmerkammer die allerherzlichsten Glückwünsche zum 80. Geburtstag und alles Gute für das neue Lebensjahr. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute anlässlich deines runden Geburtstags, wenn auch pandemiebedingt im kleineren Kreis als erhofft, zusammenkommen können und dein Wirken als Wissenschaftler, Berater und Publizist würdigen können. Zu deinem Wirken in der bremischen Wissenschaft werden im Anschluss Professor Zimmermann und Professorin Dingeldey etwas sagen. Eine umfassende Würdigung, auch mit Blick auf deine bundesweite Wirkung, wird Professor Achim Truger vornehmen. Zusätzlich zum ausgedruckten Programm wird noch vor Professor Truger Axel Trost kurz das Wort ergreifen und, so viel sei dir hier schon verraten, auch eine kleine Überraschung für dich präsentieren. Ich möchte dir an dieser Stelle im Namen der Arbeitnehmerkammer, unserer Mitglieder sowie unserer Kolleginnen und Kollegen einen mehrfachen Dank aussprechen und diese Gelegenheit heute dafür nutzen. Wir danken dir dafür, dass du deine Rolle als Wissenschaftler immer auch so verstanden hast, die Ergebnisse deiner Forschung und die aus deiner Sicht daraus abzuleitenden politischen Maßnahmen in eine breite Öffentlichkeit zu tragen. Also das wichtig zu nehmen, was man gemeinhin als Wissenschaftstransfer versteht und was viel zu häufig, viel zu kurz kommt. Aufgrund dieses Wissenschaftsverständnisses warst du prädestiniert für eine herausgehobene Position im Kooperationsbereich Universität-Arbeitnehmerkammer, der ja gerade zum Ziel hat, Forschung über die Arbeits- und Lebenssituation von Beschäftigten zu initiieren und die Ergebnisse in die Gesellschaft zu spielen. Durch dich und deine immer spürbare Lust auf politische Debatten und politische Veränderungen hat der Kooperationsbereich im Allgemeinen und das IAW im Besonderen an Bedeutung gewonnen. Es ist sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dich als Aushängeschild des Kooperationsbereichs zu bezeichnen. Und du warst und bist bis heute immer für uns ansprechbar, wenn wir deine Expertise und deinen Rat benötigen. Sei es bei grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Fragen, bei finanzpolitischen Fragen, zum Beispiel zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen oder auch zu Fragen der regionalen Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftspolitik. Auch dafür herzlichen Dank. Danken möchte ich dir aber auch für deine Standfestigkeit und dem Festhalten an Meinungen und Überzeugungen, auch wenn der Wind aus einer anderen Richtung weht. Es war wichtig, und das kann ich mit Sicherheit auch für die Gewerkschaften sagen, dich an unserer Seite zu wissen in einer Zeit, als es als modern galt, Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung als aus der Zeit gefallen zu brandmarken, dem Niedriglohnsektor das Wort zu reden, Schutzregeln am Arbeitsmarkt zur Disposition zu stellen und Leistungen des Sozialstaats in Frage zu stellen. Und nicht zuletzt möchte ich dir dafür danken, dass du uns immer noch einmal im Jahr eine Veranstaltung zu grundsätzlichen wirtschaftswissenschaftlichen Fragen anbietest, die wir hier in der Arbeitnehmerkammer durchführen und die jedes Mal in einem vollen Saal stattfindet. Die Leute kommen, um dich zu hören, weil du komplexe Zusammenhänge veranschaulichen kannst, weil du die Bedeutung für den Alltag und die Lebensrealität herausheben kannst. Aber ich glaube auch, sie kommen zu dir und deinen Veranstaltungen, weil sie merken, dass du Lust hast auf die Begegnung, auf die Debatte und auf den Austausch. Die Zusammenarbeit mit dir war und ist inhaltlich, aber auch persönlich immer bereichernd. Daher hoffen wir auf viele weitere Gelegenheiten zum Austausch und zur Kooperation und nicht zuletzt auf die nächste Veranstaltung hier in der Arbeitnehmerkammer, hoffentlich noch in diesem Jahr. Lieber Rudi, noch einmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute und vielen Dank. Meine Damen und Herren, als wir zwischen Arbeitnehmerkammer, IAW und Fachbereich die Einladung zum heutigen Ereignis abgestimmt hatten,
war ich mächtig stolz, als dein Dekan im Namen der Universität und des Fachbereichs eine Würdigung zu deinem 80. Geburtstag halten zu dürfen. Wir hatten schon das eine oder andere Mal darüber geredet, das Schwierige an einer Rede ist der konzeptionelle Zugriff. Und ich hatte so einen schönen gefunden. Beginnend mit deiner Kritik an der Beschäftigungssicherung durch die Ankurbelung der Exportwirtschaft, die große Kritik damals an der SPD, fortgesetzt mit der Betrachtung des Außenbeitrags und der Rolle des Euros bis hin zu den Institutionen der Finanzindustrie und der Forderung, zerschlagt die Banken. Eine wissenschaftliche Karriere aus einem Guss, da folgt alles aufeinander und fußt auf der gleichen ökonomischen Logik. Das hat man mir alles subtil verboten. Und dann bin ich natürlich auch Kavalier und überlasse das eine oder andere wissenschaftliche Thema deiner Nachfolgerin im IAW, der Kollegin Dingeldahl. Ob ich dich denn wenigstens in meiner Rede als akademischen Lehrer würdigen könnte und reden über die Tausende, ja tatsächlich Tausende, die du an unserem Fachbereich zum Denken über die größeren ökonomischen Zusammenhänge angeregt hast, im Übrigen mich eingeschlossen. Sie haben, Herr Zimmermann, so sagte man mir, 5 Minuten und alles, was Sie überziehen, geht von der Zeit ab, die der Geehrte selber reden darf. Das nennt man in der Wirtschaftswissenschaft starke Anreize. Also, lieber Rudolf, ich fasse mich kurz, schließlich wollen wir auch dich noch reden hören. Seit 50 Jahren wirkst du bei uns am Fachbereich. Ich bin inzwischen auch schon fast 25 Jahre dabei und kann dementsprechend sagen, niemand steht so wie du für unseren Fachbereich. Dein Name ist untrennbar mit der Wirtschaftswissenschaft an der Universität verbunden. Aber du stehst nicht nur für den Fachbereich, du stehst auch zum Fachbereich. Über alle Jahre hinweg warst du und bist du uns ein wertvoller und geschätzter Ratgeber und nicht nur das. Du förderst uns, wo du kannst, du nutzt deine Kontakte, nutzt das Gehör, das du genießt, um unseren Fachbereich weiterzubringen und besser zu machen. Vielen Dank dafür. Mich hat immer beeindruckt, dass und wie man so lange so erfolgreich sein kann. Aber dazu gehört eben nicht nur eine glückliche Hand bei der Auswahl der wissenschaftlichen Themen. Entdeckt habe ich durch Beobachtung auch 2 persönliche Eigenschaften, die dich über viele andere hinausheben. Gewiss, du scheust das Rampenlicht nicht, mancher würde sagen, dass du es suchst. Aber es ist beeindruckend, wie du, wenn du dann in diesem Rampenlicht stehst, andere immer wieder dabei hervorhebst, den Beitrag des einen, die Leistung einer anderen. Du stehst immer für die Sache, nicht für dich. Bei dir ist nichts Monomanisches erkennbar, sondern der stete Wunsch, für andere Dinge verstehbar, beherrschbar und damit besser zu machen. Das ist gewissermaßen Aufklärung mit einer sozialpolitischen Komponente. Und weil heute dein 80. Geburtstag ganz knapp vorbei ist, sage ich mal, das ist Immanuel Kant plus. Und es gibt eine 2. von mir sehr bewunderte Eigenschaft, von der ich weiß, dass ich sie nie nachahmen könnte. Du kannst jedem Menschen etwas Nettes und Freundliches sagen, aber du kannst es nicht nur, du tust das auch. Und es ist großartig, dich mit so viel Optimismus und Bereitschaft zur Anerkennung durchs Leben gehen zu sehen. Und dich zu beobachten, dass du handelst in der Überzeugung, nicht nur, dass eine bessere Welt möglich ist, sondern dass du sie durch stetes praktisches Tun auch gestalten willst. Und so komme ich, liebe Organisatoren, unter Protest zum Schluss, weil noch so vieles auch von anderen gesagt werden muss. Ich will es angesichts deiner Verdienste und deiner Aktivität so fassen, lieber Rudolf. 100 Jahre sollst du werden und danach noch einmal 100. Du machst die Welt zu einem besseren Ort. Nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Lieber Rudi, auch ich möchte dir zunächst einmal zu deinem Ehrentage und zu deiner politisch-wissenschaftlichen Karriere gratulieren. Du kannst auf eine sehr lange und sehr erfolgreiche Zeit wissenschaftlicher und publizistischer Tätigkeit zurückblicken, seit 1971 hier in Bremen. Und ich glaube, es herrscht Konsens, wenn ich das meinen Vorrednern entnehme, dass das ganz Besondere an dir ist, dass du Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung vertreten hast, denn auch das möchte ich heute würdigen.
Und zwar hast du das getan, selbst weit über deine Pensionierung im Jahr 2009 hinaus. Das ist nicht zuletzt deshalb so hervorstechend für mich, weil es auch eines der Elemente der Aufgaben des IHW ist, also des Instituts Arbeit und Wirtschaft, dessen Direktorin ich bin und damit deine Nachfolgerin in zweiter Generation. Denn du warst der Gründungsdirektor des IHWs 2001, das aufgrund seiner Vorgängerorganisation mittlerweile 50 Jahre als Kooperationsbereich besteht und gegründet wurde mit der Gründung der Universität Bremens gemeinsam mit der Arbeitnehmerkammer hier, was ein einzigartiges Konstrukt ist. Das IHW ist verpflichtet, aufgrund des Gründungsvertrages, die Analyse der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmerinnen und deren Wandel im Verlauf wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung zu untersuchen. Und diesem Ziel bist du bis heute verpflichtet. Denn du hast keine Katheterwissenschaft betrieben und nicht dich auf eine sogenannte wertfreie Grundlagenforschung zurückgezogen. Wollen wir dein Wirken also als ein Paradebeispiel für Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung nehmen, dann gilt es zunächst einmal, Wissenschaftspluralismus zu betonen. Denn auch in der Wissenschaft gibt es verschiedene Lehrmeinungen oder Ansätze und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen, die jeweils empirisch, das heißt durch Daten und ökonomische Modelle, gestützt werden können. Die damit auch in der Wissenschaft gegebene Uneindeutigkeit sollte aber nicht dazu führen, dass man diese ablehnt. Vielmehr gilt es, verschiedene Ansätze stetig zu überprüfen, kompetitiv zu diskutieren, um zu sehen, was sich letztlich als zutreffend erweist. Um ein solches Geschäft oder die Wissenschaft auf diese Art zu betreiben, gehört Selbstbewusstsein und Standfestigkeit für die Protagonisten dazu. Sie müssen ihre Positionen auch jenseits des jeweiligen Mainstreams vertreten. Dies bedingt eine faire Auseinandersetzung ohne persönliche Diskreditierung. Du hast beides meisterhaft verstanden. Du hast Positionen jenseits des Mainstreams vertreten und du hast Gegner nicht diskreditiert. Dein Ansatz in der Ökonomie war immer klar. Du hast Löhne nicht ausschließlich als Kosten verstanden, wie dies viele andere Ökonomen tun, sondern auch als Kaufkraft zur Steigerung der Nachfrage. Du hast früher als viele andere auch die ökologische Ausrichtung öffentlicher Investitionen eingefordert. Du hast bestehende Meinungen kritisiert und auch die damit einhergehende Politik. Zentral war deine Kritik an der neoliberalen Lehre der 80er und 90er Jahre, aber auch gegenüber der Politik der Troika, der EU, gegenüber Griechenland 2011. Für solche Positionen standest du jahrelang selbst in der Kritik, hast aber schließlich auch Triumphe gefeiert. Als man beispielsweise in Deutschland in der Krise 2008 auf die von dir propagierte neo-keynesianische Nachfragepolitik zurückkam und von einer strikten Haushaltskonsolidierung zugunsten öffentlicher Investitionen abwich, war deine Position bestätigt. Die damit einhergehende Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik hat Deutschland aus der Krise sehr erfolgreich hinausgeführt, viel besser als viele andere europäische Länder. Du hast mit unzähligen wissenschaftlichen Arbeiten, Kommentaren in der Printpresse, aber auch mit deinen Auftritten im Fernsehen dazu beigetragen, dass Wirtschaftswissenschaften als diskursive Wissenschaft und nicht als dogmatische Wissenschaft in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Du hast Entscheidungsgrundlagen mit deinen Arbeiten für Politiker bereitgestellt. Du hast aber auch den Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich eine fundierte Alternativmeinung zum Mainstream zu bilden. Du hast immer als Wissenschaftler und nicht als Politiker agiert, gleichwohl. Denn auch das sich nicht vereinnahmen lassen ist ein wichtiges Element von Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung. Exemplarisch dafür steht, glaube ich, dass du nie die dir vielfach in Aussicht gestellten politischen Ämter angenommen hast. Was aber vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass du auch prinzipiell diejenigen kritisiert hast, die dir politisch nahestanden, wenn sie eine Politik gemacht haben, die du falsch
als falsch interpretiert hast. Du hast die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik von Helmut Schmidt in Frage gestellt. Dieser handelte nach dem Motto, die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Beschäftigung von übermorgen. Dass dies unter den aktuellen Bedingungen des Finanzkapitalismus nicht mehr zutrifft, hat die ökonomische Entwicklung Deutschlands in den 80er und 90er Jahren gezeigt. Alles in allem, glaube ich, habe ich genügend belebt damit, dass du, lieber Rudi, Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung betrieben hast. Was ich aber auch kritisch bemerken möchte, ist, dass die Bedingungen eines solchen Wirkens damals, als du angefangen hast, andere waren, als wir sie heute in der Wissenschaft antreffen. Wie also müssten die Bedingungen in einer Wissenschaft gestaltet sein, ein solches Wirken auch in der Zukunft zu ermöglichen? Ein Aspekt, der ganz wesentlich ist, wären bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Beschäftigungssicherheit und Nichtfristigkeit von Verträgen stellt eine Voraussetzung für wissenschaftliche und publizistische Freiräume dar. Zudem bedarf es aber auch der gleichberechtigten Anerkennung der Aufgaben des Wissenschaftstransfers als Leistung im Rahmen wissenschaftlicher Tätigkeiten und Karrieren. Maßstab und Ansporn einer solchen Anerkennung sollte dabei sein, die Art und Weise, wie du den politischen Diskurs in gesellschaftlicher Verantwortung geprägt hast. Lieber Rudolf Hickel, seit über 50 Jahren sind deine Beiträge eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft, denn diese braucht eine Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung. In diesem Sinne wünsche ich dir im Namen aller Kollegen und Kolleginnen des IAW weiter so und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Rudi, liebe Gäste, ich bin der Überraschungsgast. Weil jetzt endlich ist das Geheimprojekt Festschrift beendet. Ja, vor genau 20 Jahren zum 60. Geburtstag hast du von uns eine Festschrift bekommen. Und in der Regel ist es auch so, dass man eigentlich nur einmal im Leben eine Festschrift bekommt. Wenn man aber wie du in den 20 Jahren danach unverändert Tag für Tag im Bereich Wissenschaft, im Bereich Beratung, im Bereich Publizistik weiterarbeitest, dann fanden wir, hast du dir eine zweite Festschrift verdient. Und deswegen haben Mechthild Schroten, Heinz Bontrop, Carsten Sieling und ich im letzten Frühsommer begonnen, an dieser Festschrift zu planen, haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik zur Mitarbeit gewonnen und wenige darüber hinaus. Und entstanden ist diese Festschrift hier, Alternative Wirtschaftspolitik, mit 18 Einzelbeiträgen zur Wirtschaftspolitik und einem Geleitwort von Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Wir denken, dass das ein würdiger Anlass ist, um auch nochmal deine super Arbeit, die eben auch hier ja schon hervorgehoben worden ist und die natürlich auch gerade für die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik nach wie vor zentral ist, dadurch hervorgehoben werden kann. Natürlich wären viele der Autorinnen und Autoren gerne heute hier gewesen und hätten das mit übergeben. Corona hat das natürlich alles einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber umso wichtiger ist, erstens verfolgen Sie das alles jetzt im Internet, dass ich auch noch mal von allen dir ganz, ganz herzliche Grüße und ganz, ganz viel Glück und alles Gute für die nächsten 20 Jahre dann auch vielleicht mit doch noch viel Schaffenskraft auch extra Wünsche. Also insofern, Rudi, genieße dieses Buch, das ich dir hiermit übergebe und von dem du wirklich nichts gewusst hast, das merkt man. Und ja, das ist ja nicht so. Das ist das erste Mal, dass ich meiner Bremer Eintütfirma, Versandfirma sagen musste, jetzt geht es nicht darum, schnell zu versenden, sondern genau so zu versenden, dass es morgen überhaupt erst ankommt. Also insofern, es gibt natürlich nicht nur das eine Exemplar, sondern für alle Anwesenden gibt es da drüben auch ansonsten Exemplare. Und man kann das Ganze natürlich ab morgen, aber auch erst wirklich ab morgen, obwohl es schon länger fertig ist, in der Buchhandlung oder natürlich direkt beim VSA-Verlag
in Hamburg bestellen. Und nur der Hinweis, weil ich weiß, dass auch viele Unterstützer der Memorandumgruppe jetzt die Übertragung mitbekommen. Alle Förderer und Unterstützer werden zusammen mit dem Memorandum 2022 diese Würdigung unseres Vorstandsvorsitzenden der Memo des Vereins Memo AG e.V. Werden das auch zugeschickt bekommen. Rudi, ganz herzlichen Dank. Das war der Zwischenpunkt und jetzt kommt Achim Truger mit dem Festvortrag. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Axel. Erst die bange Frage, bin ich zu hören und zu sehen? Ja, ich gehe einfach davon aus. Dann beginne ich. Also sehr geehrter Herr Dekan, liebe Irene Dingeldey, sehr geehrte Damen und Herren und vor allem lieber Rudolf Hickel, es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute diesen Festvortrag zu halten. Lieber Rudolf, du mir jetzt seit ewigen Jahren als wissenschaftlicher, unermüdlicher Streiter für eine gerechtere Verteilung, für mehr Gerechtigkeit, für eine alternative Wirtschaftspolitik, für mehr staatliche Handlungsfähigkeit und all das im Dienste der Menschen bist und ich dich dafür immer bewundert habe. Jetzt möchte ich mich eingangs noch entschuldigen, einmal dafür, dass ich nicht live vor Ort bin, sondern zugeschaltet bin. Es erschien mir einfach so als falsches Signal, gerade jetzt als Sachverständigenratsmitglied steht man ja etwas unter Beobachtung. Schien mir als falsches Signal, wenn ich durch die Weltgeschichte reise und dann gerade angesichts der Pandemie da vielleicht noch zu weiteren Risiken beitrage. Wir haben als Rat auch alle öffentlichen Veranstaltungen soweit abgesagt und machen alles nur noch online im Moment. Insofern dafür bitte ich um Entschuldigung. Und dann, Rudolf, muss ich dich um Entschuldigung bitten, dass ich in deiner Festschrift nicht dabei bin. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich hoffe, ich kann jetzt heute durch den Festvortrag die Scharte auswetzen. Ich habe vielleicht vorab, ich bin ja auch gebeten worden, es gab ja klare Anweisungen, ich bin auch gebeten worden, jetzt nicht zu viel zu deiner Person zu sagen, weil das ja schon geschehen ist oder auch du gleich sowieso noch sprichst, aber ich möchte doch nochmal sagen, dass ich dich bewundert habe, dass du auch eine wichtige Rolle gespielt hast. Für mich, das war schon im Studium so, ich habe in Köln studiert, das ist ja bekanntlich ein Hort gewesen in den späten 80er, Anfang der 90er Jahre des Ordoliberalismus. Und da war es wichtig, dass es auch andere Stimmen gab. Und du warst eben eine der wenigen prominenten Stimmen, die auch andere Dinge gesagt haben, was ich finde extrem wichtig ist für eine plurale wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung. Ich habe dann hinterher noch die Gelegenheit gehabt, dich auch persönlich zu treffen. Ich war ein paar Mal bei Memo-Tagungen und wir haben dann sogar, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, wir haben eine solidarische Einfachsteuer mal in einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erstellt, wo wir zusammengearbeitet haben. Und da möchte ich auch nochmal hervorheben, ist auch schon gesagt worden, dass du mich da auch persönlich sehr beeindruckt hast. Einfach die Freundlichkeit und Menschlichkeit und das Zugewandte. Das waren Dinge, die ich aus meiner vorherigen oder sonstigen akademischen Laufbahn eigentlich eher selten kannte. Das war gerade in Köln doch sehr entrückt und distanziert alles. Und das hat sehr dazu beigetragen, dass ich mich weiter wohlgefühlt habe, auch in der Wirtschaftswissenschaft und auch wirklich weitergemacht habe. Also dafür auch sehr herzlichen Dank. So, bevor ich jetzt meine Folien versuche einzublenden, eine Sache, die ganz wichtig ist. Du hast ja als Mitbegründer der Memorandumgruppe, Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, eine sehr große Rolle gespielt und hast Arbeitsgruppe ja als explizites Gegenmodell, als Gegenentwurf zum Sachverständigenrat, auch als tatsächlich Widerspruch zum Sachverständigenrat eingerichtet. Und insofern ist es mir eine besondere Freude, heute als Mitglied des Sachverständigenrates dir eine Festrede zu halten, weil ich auch die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik in ihrem Arbeiten und viele der Mitglieder immer bewundert habe für die Arbeit über all die Jahrzehnte.
die nicht immer leicht war. Genau, und damit komme ich jetzt zu meinen Folien, die ich versuche einzublenden. Und damit das mit dem Sachverständigenrat auch ganz offiziell ist, habe ich natürlich auch das Sachverständigenratsdesign übernommen. Genau, der Titel lautet Ein Paradigmenwechsel in der deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung. Es ist ein Festvortrag und ich habe ein Fragezeichen gesetzt, weil ich natürlich die Frage stellen möchte, ob wir einen Paradigmenwechsel beobachten können. Ich meine ja und will auch versuchen, das zu belegen. Ich habe mir 5 Punkte ausgedacht. Die Einleitung haben wir gerade schon gehört oder sind gerade noch dabei und dann 4 weitere inhaltliche Punkte. Einmal möchte ich das sogenannte alte neoliberale Paradigma darstellen, alles in Anführungszeichen, damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt oder meint, dass ich die Worte im falschen Zusammenhang verwende. Ich werde ja definieren, was ich damit meine. Dann möchte ich kurz etwas sagen dazu, dass ich meine, dass wir seit der Finanzkrise, aber gerade in den letzten Jahren in Deutschland schon klare Anzeichen sehen können eines Paradigmenwechsels, einer Abkehr von diesem alten neoliberalen Paradigma. Dritter Punkt, möchte ich zaghaft behaupten, dass es auch beim Sachverständigenrat einen Paradigmenwechsel gibt, den man beobachten kann. Und mein Fazit soll sein, es ist, glaube ich, vieles besser in der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung in Deutschland, nicht mehr so einseitig wie früher. Aber das heißt natürlich nicht, dass schon alles gut wäre und dass insbesondere deine Beiträge, lieber Rudolf, etwa überflüssig wären. Also du musst definitiv noch weitermachen. Gut, ich komme zum alten neoliberalen Paradigma. Wie gesagt, alles in Anführungszeichen. Ich weiß, welche Debatten es gibt, wenn man das Wort neoliberal in den Mund nimmt, aber ich definiere jetzt ja, was ich damit meine. Und 2 Dimensionen sind mir wichtig. Einmal die inhaltliche Charakterisierung, aber dann auch das Verständnis der Rolle von Politikberatung. Erst zur inhaltlichen Dimension. Ich greife ein paar Punkte raus, die mir wichtig sind. Einmal ist es so, du bist ja Finanzwissenschaftler, lieber Rudolf, die Finanzpolitik, aber auch die makroökonomische Politik insgesamt werden letztlich als nicht wirkungsvoll angesehen. Es ist nicht etwas, mit dem man Vollbeschäftigung erzeugen kann oder die Beschäftigungslage insbesondere verbessern kann. Stattdessen wird, 2. Punkt, für mehr Beschäftigung und niedrige Arbeitslosigkeit die Arbeitsmarktderegulierung und der Abbau des Sozialstaates gefordert. Es wird, 3. Punkt, ein starker Zielkonflikt zwischen Effizienz und Gerechtigkeit gesehen. Das heißt, Versuche, die Einkommensverteilung, die ja sehr viel ungleichmäßiger geworden ist in den vergangenen 2 Jahrzehnten, Versuche, die gleichmäßiger wieder zu machen, stehen im Konflikt mit der Effizienz. Und das heißt, man muss Wachstums- und Beschäftigungsverluste befürchten, wenn man das tut. Die neoliberale Lehre tritt sehr stark für den Staatsrückbau und für die Privatisierung ein, hält sie für notwendig und ist geprägt von einer sehr starken Staatsskepsis und einem Misstrauen gegenüber der Politik. Und das schließt ausdrücklich auch die demokratische Politik ein, der man aufgrund vielfältiger Mechanismen häufig sehr wenig zutraut, weshalb man dann eben stärker auf den Markt vertraut. Man kann auch manchmal von einer marktradikalen Politik sprechen. Das ist vielleicht eine Zuspitzung, aber vielleicht auch nicht ganz falsch. Das ist das Inhaltliche. Die Verständnis der Rolle von Politikberatung, glaube ich, ist so, zumindest in den letzten 2 Jahrzehnten, dass man ganz klar Politikberatung eher als eine kritische, überwachende Tätigkeit sieht. Die Politik wird überwacht und kritisiert. Und etwaige Versuche mit der Politik, etwa mit Finanzpolitik oder umverteilender Politik, etwas zu erreichen, demgegenüber hat man eine eher destruktive Haltung. Das soll eben eher verhindert werden. Also es wird eher verhindert. Und das heißt, die Ökonominnen, die sich in der Politikberatung tummeln, haben nach diesem Verständnis eigentlich die Rolle, als permanentes schlechtes Gewissen zu fungieren, als SchiedsrichterInnen von Regeleinhaltung und Wächterinnen von eherner Prinzipien, Mahnende und Warnende, die Politik zur Ordnung rufen und jetzt vielleicht etwas überzeichnet,
Und wenn sie auf dem Weg in die Knechtschaft sind und den Pfad der Tugend verlassen haben, dass sie die Politik wieder zurückführen auf den Pfad der Tugend, also eine überwachende Funktion. Und das ist sicherlich nicht die Funktion, die ich so sehen würde. Ich glaube auch bestimmt Rudolf nicht. Es ist eben nicht ein pragmatisches Aufzeigen von Optionen zur Lösung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Probleme, also keine Ermöglichungswissenschaft mit einer dienenden Funktion für demokratische Politik, sondern eben ganz im Gegenteil diese überwachende Schiedsrichter- und Wächterfunktion. So, das zur Charakterisierung der neoliberalen Politikberatung. Ich habe noch ein paar Zitate mitgebracht, weil ich das immer sehr angebracht finde. Ich würde sagen, der Gipfel des Neoliberalismus war sicherlich im Jahr 2005 der sogenannte Hamburger Appell, der im Vorwahlkampf veröffentlicht wurde, den 250 Wirtschaftsprofessorinnen und Professoren, naja, meistens Professoren, unterschrieben haben und in der sie sozusagen vom Katheder herab sagen, der ökonomische Sachverstand hat gerade Probleme, wird gerade missachtet und das ist besorgniserregend, weil Deutschland in einer tiefen strukturellen Krise sich befände, die drastische und schmerzhafte Reformen, also das ist genau wieder diese Deregulierung und so weiter, Kürzungen. Und dann will ich einfach noch einen Geschmack davon vermitteln, indem ich das mal vorlese hier. Die unkontrolliert wachsende Staatsverschuldung der Bundesrepublik wird zu Recht als zukünftig anstehende Steuerbelastung wahrgenommen. Dasselbe gilt für die unterfinanziert wachsenden Zahlungsverpflichtungen der sozialen Sicherungssysteme. Deshalb schadet den deutschen Interessen, wer auf nationaler oder europäischer Ebene Anreize zur Konsolidierung der Staatsfinanzen untergräbt. Jede Ausdehnung der Staatsverschuldung schwächt die Binnenkonjunktur, weil strukturelle Ungleichgewichte verstärkt statt kuriert werden, sodass Bürger und Unternehmen mit gesteigerter Vorsicht wirtschaften müssen. Das kaufkrafttheoretische Argument in einer wirtschaftlichen Stagnation dürfe man sich nicht kaputt sparen, ist bequem, aber falsch. So, das halt von Michael Funke, bemerkenswert auch dem späteren Mit-AfD-Gründer Bernd Lucke und Thomas Straubhaar, formulierte Appell, der dann tatsächlich von 250 deutschen Ökonomieprofessorinnen 2005 im Vorwahlkampf unterzeichnet wurde und dann von der sogenannten Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in einer Kampagne 250 Professoren, 10 Thesen, eine Meinung in die Öffentlichkeit gebracht wurde, nochmal verschärft wurde. Genau, das ist sicherlich aus meiner Sicht auch das abschreckendste Beispiel, das extremste Beispiel dieser Art von Neoliberalismus, von der ich meine, dass man sie jetzt etwas überspitzt vielleicht als das alte Paradigma bezeichnen kann. Ich glaube, dass es klare Anzeichen eines Paradigmenwechsels gibt. Ich glaube, gerade wenn man das nochmal so gehört hat, was ich gerade gesagt habe, was in diesem Hamburger Appell stand, auch die inhaltliche Charakterisierung, dann fällt schon auf, dass man das in der Form so nicht mehr hört, jedenfalls nicht mehr geballt und gar nicht mehr als Mehrheitsmeinung. Es sind eher Einzelmeinungen, in denen das so stark geäußert wird. Andere Dinge sind etwas in den Vordergrund getreten. Und ich will mal eine Sache sagen, die da, glaube ich, ganz wichtig ist. Das ist aus einer Untersuchung von Thomas Fricke aus dem Jahr 2016. Das sind Befragungsergebnisse in Kooperation mit dem Verein für Sozialpolitik. Und vielleicht schauen wir uns einmal an, das war im Jahr 2015. Die rechte Grafik zeigt die Beurteilung des Mindestlohnes, der gerade eingeführt worden war in Deutschland im Jahr 2015. Und da zeigt sich, dass immerhin ein knappes Drittel der befragten Ökonominnen sagte, sie sind tatsächlich, halten den für richtig. Ein weiteres Viertel sagte, sie finden ihn grundsätzlich richtig, aber halten ihn für zu hoch. Und der Rest fand es halt im Wesentlichen falsch oder hatte keine Meinung. Aber das heißt, wir sind ja schon fast in Richtung 60% unterwegs, die tatsächlich den Mindestlohn nicht kategorisch ablehnten. Und ein Drittel war tatsächlich für die Einführung genau des Mindestlohnes, so wie er kam. Das ist ja immerhin bemerkenswert. Und auf der linken Grafik kann man sogar im Zeitablauf etwas sehen. Das betrifft die Frage, kann die Finanzpolitik ein effektives Instrument sein, den Konjunkturzyklus zu stabilisieren?
und ob man zustimmt. Und da ist es so, dass im Jahr 2006, also ein Jahr nach diesem unsäglichen Hamburger Appell, tatsächlich immerhin, sagen wir mal, also fast ein Drittel gesagt hat, nein, kann sie nicht. Und immerhin waren aber selbst da noch über 60% der Auffassung, oder eigentlich zwei Drittel der Auffassung, dass Ja die richtige Antwort ist oder Ja unter Vorbehalt. Und dann sieht man, dass in der Finanzkrise und danach bis 2015 die Ja-Stimmen deutlich zugenommen haben, also die komplette Ja-Stimmen sich verdreifacht haben, 36%, und wirklich die überwältigende Mehrheit letztlich für Finanzpolitik als Stabilisierungsinstrument sich ausspricht, wenn auch zum Teil oder zur Hälfte unter Vorbehalt. Und das deutet ja schon darauf hin, dass die Finanzpolitik jedenfalls nicht mehr als völlig ineffektiv betrachtet wird. Es zeigt im Übrigen aber auch, dass es nie der Fall war, dass die Finanzpolitik insgesamt als ineffektiv betrachtet worden wäre von einer Mehrzahl von Ökonomen. Und das ist ein Punkt, den ich noch kurz machen möchte, weil mir das wichtig ist. Das ist aus einer Studie, die mein Kollege Jakob Capella aus Duisburg durchgeführt hat. Die Frage, wie neoliberal sind eigentlich die deutschen Ökonominnen? Und da ist interessant, wie man aus den Antworten eben sehen kann, ist da vielleicht vieles gar nicht so neoliberal im Durchschnitt, wenn man alle befragt, also zumindest alle Mitglieder des Vereins. Es ist eher so, dass es eine Verzerrung, ein Bias gab, dass nämlich diejenigen Ökonominnen, die in der Politikberatung aktiv sind, das sind hier nur die rechten Säulen, die sind stark ordoliberal oder neoliberal einzustufen. Also da ist es über die, ist es praktisch fast die Hälfte, während das in der gesamten Population, die untersucht wurde, eigentlich weniger als 10 bzw. weniger als 20% sind. Das heißt, es gibt gar nicht so sehr eine unbedingt stark neoliberale Grundhaltung innerhalb der deutschen Ökonominnen-Szene, sondern es findet sich die eher in der wirtschaftspolitischen Beratung, bei denen, die in der Beratung aktiv sind. So, und jetzt ist die Frage, hat sich was getan? Ich meine ja. Ich glaube, spätestens seit der Finanzkrise gibt es doch eine deutliche Änderung. Einmal nochmal international ist es so, da war das Ganze ohnehin weniger einseitig ausgeprägt, weniger neoliberal, wenn man so will, weil es da immer schon starke Debatten mit Pro und Contra gab. Aber ein Punkt ist doch interessant, das Verteilungsthema ist wirklich zum Megathema geworden. Ich nenne nur ein paar Namen, Piketty, der leider verstorbene, Atkinson, Stiglitz, Brankovich, alles prominente Ökonomen aus dem angloamerikanischen Sprachraum, die sehr, sehr stark das Verteilungsthema hervorgehoben haben und sehr stark auch wieder für Umverteilung, für stärkere Umverteilung, gleichmäßigere Einkommensverteilung plädiert haben. Ein zweiter Punkt ist, wenn man jetzt offizielle Beratungsgremien auf europäischer Ebene oder international anschaut, ist es wirklich bemerkenswert, dass mittlerweile fast alle für eine Reform der EU-Fiskalregeln eintreten. Das geht zum Teil einher natürlich mit stärkerer Kontrolle oder auch mit zusätzlichen Maßnahmen. Aber dass es eine Lockerung beim Schuldenstandskriterium braucht, sagen eigentlich fast alle. Es sagt die EZB, es sagt die sagen viele EU-Kommissarinnen, es sagt der Europäische Stabilitätsmechanismus, es sagt der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, es sagt der IWF, es sagt der EU-Fiskalausschuss und es sagen eine Riesenanzahl von Thinktanks und Ökonomen, die in der Beratung tätig sind. Das ist schon bemerkenswert, das hat es in der Vergangenheit, in der Euro-Krise zumal, genau nicht gegeben. Also das ist schon wirklich ganz, ganz eindeutig ein Wandel. Dann ist es so, es gibt ja in gewisser Weise das Paradox, habe ich eben versucht zu zeigen, dass der Neoliberalismus in dem Sinne ja eigentlich nicht dominierte, sondern dass es eher so war, dass in der Politikberatung er dominierte, aber unter den Ökonominnen an sich eigentlich nicht. Und was bemerkenswert ist, dass gerade auch in sozialen Medien, Twitter, wo ich zu meinem Leidwesen manchmal auch stark aktiv bin, dass die Anzahl nicht neoliberaler Stimmen sich wirklich stark vergrößert hat. Tom Krebs ist zu nennen, Jens Südekomm, Moritz Schularik, Rudi Bachmann. Dann gibt es junge Initiativen, es gibt das Dezernat Zukunft, es gibt Fiscal Future
als Organisation ehrenamtlich, die wirklich sehr stark sich engagieren, auch für eine andere nicht neoliberale Politik, für eine andere Makroökonomie, gegen die Schuldenbremse. Das ist Moritz Schulerek, zum Teil Tom Krebs auch für mehr Umverteilung. Also da ist wirklich was passiert. Es hat auch ungewöhnliche Allianzen gegeben, beispielsweise in der Corona-Politik, über die sogenannten Lager hinweg. Beispielsweise haben sich Clemens Fuest, Beatrice Veda Di Mauro, Gabriel Felbermayr, die ja eher, sagen wir mal, im konservativen oder wirtschaftsliberalen Lager vielleicht zu verorten wären, haben sich gemeinsam mit anderen für eine aktive wirtschaftspolitische Bekämpfung der Corona-Politik ausgesprochen, noch bevor die Politik das getan hat. Es hat dann jetzt im Zuge der Koalitionsverhandlungen auch interessante Allianzen gegeben. Lars Feld hat sich mit Marcel Fratscher zusammengetan und hat für eine schuldenfinanzierte Rücklage für öffentliche Investitionen ausgesprochen. Clemens Fuest hat auch einen solchen Vorschlag unterbreitet für Investitionskredite. Und noch vor der Corona-Krise gab es eine gemeinsame Position vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dem Arbeitgebernahen Institut und dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bei dem ich ja lange Zeit auch gearbeitet habe, wo sie sich gemeinsam für öffentliche Investitionen in großer Höhe ausgesprochen haben und auch für eine Reform der Schuldenbremse. Und ich würde ja mal sagen, also dieses öffentliche Investitionsprogramm geht ja schon fast oder stark, teilweise zumindest in die Richtung dessen, was beispielsweise die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik in der Vergangenheit häufig gefordert hat, obwohl das dann mehr war. Aber grundsätzlich ist das ja mal bemerkenswert, dass es da einen Schulterschluss gibt zwischen gewerkschaftsnahen und arbeitgebernahen Instituten. Gut, also es gibt tatsächlich Anzeichen. Und ich glaube auch, dass es beim Sachverständigenrat solche Anzeichen gibt. Das will ich auch kurz begründen. Ich sage nochmal, aus meiner Sicht, das habe ich auch schon häufig so vorgetragen, insofern glaube ich, dass ich niemandem auf den Schlips trete, ich muss halt etwas überzeichnen vielleicht, aber der alte Sachverständigenrat, sagen wir mal jetzt in den Jahren, sagen wir mal, auch noch nach der Finanzkrise bis 2018/19, hat sich sehr stark für Strukturreformen weiter eingesetzt, sprich Deregulierung, Sozialabbau, zum Teil radikale Steuersenkungen, sehr stark für die Schuldenbremse und das Ganze mit sehr, sehr klaren Ansagen, mit zum Teil sehr aggressiven Rhetorik. Und um zu belegen, dass das tatsächlich auch so gesehen wurde, habe ich hier aus einem Weltkommentar von Dorothea Siems gesagt, dass die Analysen der Wirtschaftsweisen gefürchtet waren. Die Ökonomen warnten vor dem Verteilen von Rentengeschenken. Sie sparten nicht mit Kritik. Und sie waren unbequeme Ratgeber der Politik und Aufklärer der Öffentlichkeit. Also genau auch diese Rollenzuweisung, Wächter, Wächterinnen zu sein und der Politik auf die Finger zu schauen und sie davor zu bewahren, dass sie da etwa Fehler begeht und Abweichungen von der reinen Lehre. Das wird sehr deutlich in diesem Medienzitat hier. Hier habe ich auch nochmal, das ist sozusagen ein legendäres Jahresgutachten 2013-14 gegen eine rückwärts genannte Wirtschaftspolitik überschrieben. Und da habe ich mal das Kapitel Steuerpolitik, die Gliederung genommen, Steuerpolitik vor falschen Weichenstellungen. Und da stand halt allen Ernstes, was steuerpolitisch zu tun und zu lassen ist. Und bei der Vermögensteuer stand steuerpolitischer Holzweg. Und wie gesagt, was steuerpolitisch zu tun und zu lassen ist, wirklich klare Ansage. Und wenn man sich den Text dann anschaut, wurde auch sehr eindeutig Partei genommen, und zwar explizit gegen die rot-grünen Steuerpläne in den Koalitionsverhandlungen damals und für die unions- oder liberalen Steuerpläne. Gut, also das sozusagen der alte Rat, der neue Rat. Ich glaube, dass seit spätestens 2019, seitdem ich drin bin, das ist jetzt nicht kausal mit mir verknüpft, aber man kann das beobachten, es gibt eine verbindlichere, freundlichere Rhetorik. Wir hatten nicht jetzt im letzten Ratsgutachten, sondern in dem aus dem Jahr 2020 sogar mal in der Überschrift gemeinsam im Titel Industrie- und Klimapolitik spielen eine starke Rolle, Innovationspolitik spielt eine Rolle, Verteilungswirkungen werden berücksichtigt. Gerade bei der Klimapolitik wurde Wert darauf gelegt, wie man mögliche negative Verteilungswirkungen bekämpfen kann. Es hat zum ersten Mal, als ich 2019 reinkam in den Rat, ein gemeinsames Minderheitsvotum gegeben
Isabel Schnabel und ich haben uns gemeinsam in der Konjunkturpolitik und bei der Schuldenbremse gegen die Mehrheitsmeinung gestellt. Das hat es auch vorher meines Wissens noch nicht gegeben. Also das heißt, die Mehrheitsverhältnisse waren auch schon nicht mehr so klar. Und ich glaube, das hat sich, da bin ich auch stolz drauf, dann gerade mit dem letzten Jahresgutachten nochmal fortgesetzt und verstärkt. Wir haben immer das Klimathema jetzt stark, was ja Rudolf schon sehr, sehr viel früher sicherlich auf dem Schirm hatte. Wir haben die Rolle von gestaltender Politik betont. Wir haben in einer nie dagewesener Breite und Tiefe das Thema Bildungspolitik uns angeschaut und da wirklich die Sorge um die besonders Benachteiligten, die jetzt auch in der Corona-Krise wieder diejenigen sind, die im Bildungssystem die besonders Benachteiligten sind, die noch weiter zurückfallen, da die Sorge geäußert und auch explizit Maßnahmen diskutiert, wie man gerade denen besonders helfen kann. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben zum ersten Mal uns für eine Reform des Ehegattensplittings ausgesprochen. Sagen wir so, es wurde aus meiner Sicht auch höchste Zeit, aber es war eben bisher nie der Fall, dass der Rat das getan hat. Und was auch wirklich für Aufregung gesorgt hat, war, dass wir bei den europäischen Fiskalregeln und bei der Schuldenbremse aufgrund der Tatsache, dass wir in einer Viererkonstellation sind, eine 2-zu-2-Konstellation hatten, haben wir zwei unterschiedliche Positionen zur Diskussion gestellt. Auf der einen Seite Veronika Grimm und Volker Wieland, vielleicht noch eher etwas in der alten Ratstradition, und Monika Schnitzer und ich, wie ich hoffe, in der neuen Ratstradition. Das heißt, da hat sich wirklich was getan. Und dass das auch bemerkt wurde, es ist sehr stark bemerkt worden, und ich möchte einfach vielleicht als mir den Spaß erlauben, eine mediale Reaktion, nämlich die von Dorothea Siems in der Welt, hier zu zitieren. Sie hat nämlich dann daraufhin geschrieben: mutloses Beratergremium, diese Wirtschaftsweisen braucht wirklich niemand. Also wenn der Rat eben mal nicht mehr eindeutig sozusagen durchzieht und klare neoliberale Positionen vertritt oder die Politik mahnt und warnt, sondern eben mal diese konstruktive Haltung einnimmt oder auch sagt, bestimmte Dinge sind nicht so leicht, da gibt es halt Pros und Kontras, dann kann man dieses Gremium auch abwickeln, dann hat es seine Rolle verloren. Das ist ja auch in gewisser Weise dann entlarvend, aber ist für mich auch der Grund, nochmal zu sagen, dass ich glaube, es hat sich wirklich etwas geändert. Damit komme ich auch schon zum Fazit. Ich habe jetzt natürlich bewusst die positiven Dinge hervorgehoben. Ich bin gespannt, falls Rudolf darauf etwas sagen möchte, wie er es einschätzt. Aber natürlich ist es so, dass vieles besser ist, aber sicherlich noch nicht alles gut, und dass es viel Grund gibt, noch weiter an der Politikberatung in Deutschland zu arbeiten. Und da gibt es sicherlich noch viel Potenzial. Ich habe einfach mal versucht, abschließend das, was ich als neoliberale Ansichten bezeichnet habe, jetzt mit Farben, das passend zur neuen Ampelkoalition in den Ampelfarben. Und zwar, wenn das rot ist, dann soll das heißen, dass sich da aus meiner Sicht noch recht wenig getan hat. Wenn es gelb oder orange ist, soll das heißen, da hat sich was getan, aber könnte noch mehr sein oder müsste vielleicht auch noch mehr sein. Und wenn es grün ist, dann finde ich, dass es schon mittlerweile recht weit fortgeschritten ist. Und mir geht es jetzt ja auch nicht darum zu sagen, ich mache das nur grün, wenn ich meine, dass das, was gesagt wird, entspricht jetzt mehrheitlich meinen Positionen, sondern mir geht es ja darum, dass es eine ausgewogene Diskussion gibt, dass viele Stimmen zu Wort kommen und dass die Politik wirklich aus verschiedenen Optionen und Meinungen auch wählen kann. Und ich glaube, nach dem, was ich eben gesagt habe, gerade bei der Finanzpolitik und der makroökonomischen Politik, auch der Reaktion auf die Corona-Krise und der Art, wie da wirtschaftswissenschaftlich beraten wurde, muss man sagen, das ist mittlerweile schon recht ausgewogen. Jetzt habe ich das grün gemacht. Bei Arbeitsmarktderegulierung, Abbau des Sozialstaats, würde ich sagen, da hat sich was getan. Der Mindestlohn wird jetzt nicht mehr so eindeutig verdammt. Es gibt viele Stimmen, die jetzt sagen, das ist in Ordnung, auch gerade geprägt von der internationalen Debatte. Aber da könnte es sicherlich insgesamt noch ausgewogener sein. Beim Zielkonflikt zwischen Effizienz und Gerechtigkeit habe ich den Eindruck, dass sich noch recht wenig getan hat. Also konkrete Vorschläge für Umverteilung, insbesondere mittels Steuern, also Vermögensteuer oder höhere Steuersätze im oberen Einkommensbereich, das wird häufig doch sehr kritisch gesehen noch und abgelehnt. Da glaube ich,
ja, da ist sicherlich noch für eine ausgewogene Debatte, wenn man es am internationalen Maßstab misst, einiges an Raum. Privatisierung und Staatsrückbau notwendig. Naja, da ist es so, je nachdem, wie man es formuliert, kann man es grün einfärben oder auch nicht. Aber sag mal, dass man jetzt laute Rufe sehr stark einseitig hören würde, dass Privatisierung und Staatsrückbau notwendig wären, das sicherlich nicht. Dass jetzt man Verstaatlichung rufen würde oder einen Ausbau von Staatstätigkeit, das sicherlich auch nicht. Aber zumindest ist, glaube ich, diese einseitige Orientierung, dass Privatisierung und Staatsrückbau notwendig und sinnvoll sind, da ist man wirklich weit davon weg. Das heißt aber eben nicht, dass man jetzt unbedingt konstruktiv Vorschläge hat, wo der Staat vielleicht mehr tun müsste. Da ist die Skepsis nach wie vor sehr, sehr dominierend. Und ich glaube, das gilt auch für die relativ starke Staatsskepsis und das Misstrauen auch gegenüber der demokratischen Politik häufig noch. Und wenn ich jetzt zum Verständnis der Rolle von Politikberatung komme, dann glaube ich, dass doch sehr stark noch immer wieder diese überwachende und eher destruktive Haltung doch dominiert, jedenfalls in manchen Kreisen. Und dass wir zwar sehen, dass dieses pragmatische Aufzeigen von Optionen, die Ermöglichungswissenschaft, die dienende Funktion, wirklich Instrumente zu liefern, mit denen demokratische Politik ihre Ziele verwirklichen kann, das ist etwas, was stärker geworden ist, was aus meiner Sicht aber noch nicht stark genug ist. Und mit dieser Mahnung erlaube ich mir jetzt mal in anderer Funktion. Ich glaube, diese überwachende, mahnende, warnende Rolle, die die Politik immer zur Ordnung ruft, mit der werden wir die Herausforderungen der sozial-ökologischen Transformation nicht meistern können. Also da ist wirklich eine Politikberatung gefragt, die wirklich pragmatisch Optionen aufzeigt und wie man die Probleme angehen und lösen kann. Und diese dienende Funktion, die braucht es tatsächlich. Ohne die werden wir die Probleme nicht gelöst bekommen. Und ich denke, das ist auch im Sinne von Rudolf, wenn ich das hier so formuliere. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Rudolf, damit bin ich am Schluss meines Vortrags. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ich das hier tun durfte. War mir eine große Ehre und ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, das ist jetzt sehr schwierig. Stopp, klappt tatsächlich, ja. Okay. Es ist jetzt sehr schwierig, überhaupt einen Anknüpfungspunkt zu finden. Ich finde eins schade. Joachim Zimmermann, der Dekan für Wirtschaftswissenschaften, hat es als ökonomisches Problem formuliert. Wir haben wieder ein echtes Problem. Wir haben eine knappe Zeit und die muss optimal alloziert werden. Und dass Ihren vorausschauender Ahnung gesagt haben, der Kerl redet sowieso nachher nochmal so viel, dann treten wir zurück, finde ich nachträglich bedauerlich. Würde den ganzen Einstieg nochmal zurückentwickeln und sagen: Mensch, redet doch einfach nochmal länger. Ich habe euch unglaublich gerne zugehört. Ich werde gleich nochmal was zu Achim Truger sagen, aber an der Stelle schon mal: Achim, ich bedanke mich unglaublich. Ich finde es. Ich darf das mal so sozusagen so großväterlich fast formulieren. Ich finde es eine ganz große Ehre, dass du das übernommen hast. Wir haben eine ganz lange Zusammenarbeit und du hast übrigens, wir haben viel zusammen auch gemacht. Wir waren hier beispielsweise im Quadrat da hinten, haben wir diskutiert und haben sozialdemokratische, wirtschaftspolitische Arbeitskreise sehr früh schon versucht, über die Notwendigkeit der Verschuldung zu informieren, zu analysieren. Da waren wir zusammen. SPD war ja damals in Bremen sehr stark unter dem Druck der Grünen und was die Grünen regierungsoffiziell gesagt haben zur Staatsverschuldung, ist leider als Problem in der Verfassung hängen geblieben. Nämlich Bremen hat aufgrund dieses aggressiven Vorgehens gegen die Staatsverschuldung, also vor allem der Position, haben wir eine Verfassungsregelung, die beispielsweise Hamburg nicht hat. Und wir beide, Achim, wir haben darum
gekämpft, übrigens mit ein, wie ich ja sehe. Carsten Sieling ist sozusagen von Anfang an ganz konsequent in der Diskussion, in der Vorreiterrolle gewesen. Arno Gottschalk, den ich mit dir sehr freue, dass er gekommen ist, der bei uns einmal studiert hat, sozusagen auch in den wilden Zeiten sich sortiert hat, auch bei meinem Kollegen Hufschmidt sind hier, die haben da alle sehr stark dran gekämpft. Ich müsste jetzt natürlich Achim noch einen Satz vielleicht vorweggenommen an der Stelle. Du hast in deinem Referat sozusagen ein typisches Truger-Understatement produziert. Du hast nämlich zu dem, was du ausgeführt hast, zu dem ich dir ganz, ganz stark zustimme, hast du geschwiegen, was nämlich deine Rolle ist, deine persönliche Rolle, dass der Sachverständigenrat zurückgekehrt ist oder überhaupt erstmal den Weg gefunden hat, nach deinem Vorgänger Peter Bofinger, der noch Alleingänger war, zu einer pluralen Entwicklung des Sachverständigenrats, hast du ganz, ganz Großes geleistet. Das muss ich einfach mir sagen, weil es die meisten nicht wissen können. Wir haben gekämpft, übrigens auch oft mit Unterstützung in der Gewerkschaften, aber es gab auch da natürlich manchmal Bremser und Bremserinnen. Dafür ganz herzlichen Dank. Und zweites, was ich zu deiner These sagen will, zu der kleinen Worte sprechen komme, ist, du hast jetzt sehr sozusagen akribisch geradezu und sehr informativ gezeigt, wie sich, und zwar in den Inhalten des Sachverständigenrats, vor allem jetzt im jüngsten Jahresgutachten aus dem letzten Oktober, wo es ja das Jubiläumsereignis gibt, dass du zusammen mit der Kollegin Schwitzer gegenüber den beiden anderen, dass ihr da so ein tolles, es war ja kein Minderheit, ein anderes Votum, das erstmal kein Minderheitenvotum, jetzt habe ich fast die Pointe versaut, aber auch die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat sich geändert. Wir sind sozusagen, wir haben ja auch früher vielleicht mal Positionen, was die Frage der Vergesellschaftung betrifft, sehr radikal. Auch wir haben uns verändert und deshalb habe ich sehr genau beobachtet, wie das aufeinander zugehen, wie das insgesamt läuft. Mein Dank gilt als allererstes natürlich der Arbeitnehmerkammer, gilt Per Rosenberg und dir vor allem, Carsten. Ich finde es toll, dass wir uns auf diese Weise wieder getroffen haben und es ist ja kein Geheimnis, dass Biene, Alexia und wir beide, dass wir auch sehr viel privat miteinander machen, vielleicht sogar zu wenig. Und mich hat es unglaublich gefreut, dass du dich da so engagiert hast. Arbeitnehmerkammer, muss jetzt aufpassen, dass es kein Heimatabend wird, kein rückblickender Heimatabend. Aber dass die Arbeitnehmerkammer geworden ist, da bin ich auch stolz, weil ich damals Heinz Möller bei einer der berühmten DGB-Sitzungen, als um die Entscheidung ging, Arbeiterkammer und Angestelltenkammer zusammenlegen, dass wir da zusammen gekämpft haben geradezu für die jetzige Arbeitnehmerkammer. Und ich erinnere mich, damals habe ich den Spruch argumentiert, habe gesagt, stellt euch mal vor, 20 Jahre später, wie würde die Bremen darstellen, wenn wir die zwei Kammern haben, Kammer hätten, sozusagen auch noch im unnötigen Streit, in der Spaltung der Gewerkschaften. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Ereignis. Euch danke ich ganz herzlich. Natürlich auch der Rückblick auf das IAW, dafür danke ich natürlich dir, Irene, insbesondere als jetzt die neue Chefin und ich freue mich richtig. Ich habe also, das kann man auch mal an so einem Tag sagen, in so einer Stunde, wenn man zurückblickt, fragt man immer, ja, wie hat sich etwas weiterentwickelt? Und Politik und Institutionen werden eben auch von Menschen gemacht und ich finde es ganz hervorragend, dass erst Günter Waseba sehr erfolgreich das Institut nach innen stabilisiert hat und dass Irene das Institut heute nach innen und außen so vertreten, repräsentiert, unter schwierigen Zeiten, unter schwierigen Bedingungen, eine Andeutung war in ihrem Beitrag mit drin. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, das Institut ist damals, wir haben es mit Heiner Häsler gegründet, mit Jürgen Timm. Übrigens, Jürgen Timm hat eine wichtige Rolle gespielt. Das Institut wäre nie das Institut geworden, wenn es nicht einen Gönner, sozusagen intellektuell überzeugten Gönner gegeben hat. Das war der damalige Rektor Rüdiger Kück, der war ein richtiger Fan und Förderer von unserem Institut. Wir haben das zusammen hingekriegt und ich glaube, dass dieses Unikat, was da beschrieben worden ist, das kann man nochmal betonen. Es ist ein Unikat insoweit, dass eben mit Universität und Arbeitnehmerkammer, und jetzt ist wichtig, eine Tradition des Kooperationsvertrags von 1971, eine Tradition, nämlich Transfer zu konzentrieren, so wie es auch Achim macht und ich gemacht haben jahrelang, Achim Tuber später beim IMK und beim WSI, dass wir eben gesagt haben, wir machen keine Politik, wir machen keine Wissenschaft für die Gewerkschaften. Das wäre falsch, das wäre sozusagen zu vordergründig, Parteinahme. Sondern wir machen eine Wissenschaft in den Themen, die für die Gewerkschaft relevant sind.
und wo im Grunde genommen wissenschaftliche Unterstützung nicht stattfindet. Das ist die Gründungsidee des IAWs und ich glaube, das haben wir insgesamt gut hingekriegt. Mein Dank gilt, das muss ich auch noch, habe ich wirklich auch noch mal mehr vorgenommen, mein Dank gilt auch den Kolleginnen aus der Gründungsphase, diese tollen Frauen in der Geschäftsführung, zusammen mit Nesim Hemmer, auch ohne das, würdet ihr mir beide zustimmen, ohne die wäre das Institut nicht da angekommen, wo wir angekommen sind. Die Hinweise von Jochen Zimmermann veranlasst mich natürlich ganz ausführlich, etwas über die Uni zu sagen. Das machen wir morgen. Ich habe versucht, meine Aussagen nochmal zur Wertschätzung und Bewertung der Uni in einem Interview zusammenzufassen. Hat heute die Universität auf ihrer Homepage genommen. Da steht ganz viel drin. Aber ich muss sagen, der Fachbereich Wirtschaftswissenschaft war ja ursprünglich mal ein sehr wilder Haufen. Und es gab zwei, die gegen eine gängige Diskriminierung des Fachbereichs vorgegangen sind. Das war Jörg Hufschmidt und ich. Wir wollten eine kritische, aufklärerische Wissenschaft, aber wir haben immer gesagt, die muss fundiert sein auf dem, was der Kanon der Wissenschaft ist. Das Schlimmste, was uns am Anfang passiert ist, durch einige Heißköpfe, wir haben neoklassische Arbeitsmarkttheorie kritisiert und haben gar nicht gewusst, was es ist. Ich kann es so mal rückblickend sagen, von meinem alten Chef, der es fast geschafft hat, mich aus der Uni zu verdrängen, in Tübingen, mit dem ich einen riesen Konflikt hatte, weil ich das erste Mal darauf bestanden habe, einen Aufsatz, den ich mitgemacht habe, auch zitiert wäre, dessen Manuskripte, der hat super, waren ganz konservative, tolle Manuskripte der Ökonomie, bei Arbeitsmarkt, Wachstumstheorie, Inflationstheorie, die habe ich alle nach Bremen mitgenommen, habe sie auch wieder hier in der Lehre benutzt, das mal als Beispiel dafür, das gilt auch für Kollegen Hufschmidt und viele andere, Kalmar, wie sie alle hießen, und vor allem mein Kollege Karl Wohlmuth, ein großartiger Kollege, die haben alle im Grunde genommen eine sehr seriöse Wissenschaft, aber eben raus aus der Herrschaftswissenschaft, aus der ordinaren Universität insgesamt. Deshalb freue ich mich sehr für die Ehrung, die mir durch den Fachbereich, der mir natürlich sehr am Herzen liegt, zugekommen ist. Dann natürlich Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Das hat Achim Truber noch mal angesprochen, 1975, Gründungsidee in Südfrankreich, in den Corbières, auf einer alten, verfallenen Ferm. Eigentümer war Herbert Schui, Hufschmidt, Schui und Hickel. Die Frauen waren irgendwie auch dabei, aber da haben wir uns mal absentiert und gesagt, wir müssen mal was machen und haben dann diese Arbeitsgruppe gegründet. Und man muss wissen, das hat Irene noch mal sehr schön angesprochen, man muss wissen, wir waren damals in einer Phase einer erstens ökonomischen ersten Krise, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, das Wachstum ist erstmals zurückgegangen, wir standen halt da, was jetzt los, was jetzt passiert, 1,5% minus Wachstum und seitdem steigende Arbeitslosigkeit in Stufenform. Und dann kam Helmut Schmidt mit der berühmten Gewinne, Investitionen, Beschäftigungsthese, da haben wir uns gegründet und haben gesagt, there is no alternative, the alternative, das lehnen wir ab. Wir haben dann gemeinsam sozusagen ein Gegenkonzept entwickelt, durch die ganzen Jahre hindurch. Und ich sage das auch nochmal hier, dass ich drohe Ihnen jetzt alle, soweit Sie nur wissen, es wird in diesem Jahr wieder ein Jahresmemorandum geben. Und es wird aus meiner Sicht, darf ich sagen, gutes Jahresmemorandum geben, bei dem wir uns natürlich auch mit der Politik insgesamt auseinandersetzen. Ich freue mich, dass Mechthild Schroten, die Kollegin von der Hochschule für Wirtschaft, das ist sozusagen, Mechthild, muss ich auch mal sagen, ein wunderbarer Akt, dass du da zu uns gekommen bist und dass du da mitarbeitest, an vorderster Front, eine der Sprecherinnen bist. Heinz Bontrup, von dem ich weiß, der lange hier studiert hat, promoviert hat, der dann eine Riesenkarriere gemacht hat in der Wirtschaft und jetzt dann Professor wurde, der guckt heute zu, dem habe ich verboten, hierher zu kommen, weil er einer der Fälle war, die am Anfang sehr schwer belastet waren durch die Corona-Krise. Er hat es fast nicht überlebt, die Corona-Krise, übrigens all diejenigen, die da immer noch nicht die Zeichen der Zeit begriffen haben. Ganz herzlichen Gruß und Dank. Und dann auch nochmal natürlich an Axel Trost. Axel Trost, weiß ich gar nicht, wie ich unsere Beziehung beschreiben soll. Das ist so ein bisschen, was wer das Sagen hat, erinnert mich an Bertolt Brecht, an Puntilla und sein Knecht Matti. Da hat immer der das Sagen, der gerade besoffen war. Also so ungefähr. Also ist bei uns nie genau klar, wer was. Aber wir haben ein unglaublich intensives Verhältnis, auch während seiner Abgeordnetenzeit. Da habe ich Axel sehr unterstützt. Axel war ein hervorragender Abgeordneter für die Linken im Bundestag und Carsten, der auch damals auch mit ihm zusammengearbeitet im Finanzausschuss, wirklich ein unglaublich seriöser Arbeiter, beispielsweise an den großen Fragen der Finanzmarktregulierung. Man braucht ja nur mal in die Literatur zu schauen, er gehört zu den Abgeordneten, der auch sehr viel insgesamt hinterlassen hat.
Ich komme zu einem Thema, das der Achim angesprochen hat. Ich will es auch kurz halten, obwohl mir es bekanntermaßen schwer fällt. Ich komme zu dem Thema Sachverständigenrat. Ich finde, Achim, ich sage das hier ungeschminkt. Erstens wusste ich gar nicht, worüber du redest. Und konnte mich also auch nicht vorbereiten, um sozusagen das Kontra oder irgendeinen ergänzenden Beitrag zu leisten. Sondern ich habe es genommen, wie es kommt. Und du hast ein Thema genommen, wo die Koinzidenz des Denkens zwischen uns beiden extrem hoch ist. Ich habe mir nämlich auch die Frage gestellt, das ist die Frage, die mich unglaublich bewegt. Ist der Neoliberalismus eigentlich zurückgedrängt? Ist sozusagen die schlimmste, du hast ja sehr schöne Zitate gebracht von Hamburger Appell, ist das, oder ich sage mal, der Milton Friedman, der mich sozusagen agitiert hat. Wenn ich überhaupt in der Wirtschaftswissenschaft als Kritiker aufgetreten bin, war es Milton Friedman mit seinem Buch von 1952. Capitalism and Freedom, alles löst der Kapitalismus. Bis hin des Economic Models of Marriage, bis hin zum Optimierungsmodell, ob man heiratet oder nicht, ernsthaft entwickelt, nämlich die Kosten der Ehe, die indirekten Opportunitätskosten, dann die Gewinne und so das ableitet, wo ist der Punkt des Optimums, ob man heiratet. Also was ich damit allgemein sagen will, Milton Friedman, der sozusagen eine radikale Imperialismus, Kolonialisierung des menschlichen Verhaltens auf ökonomische Prinzipien, alles, bis zur Politik. Politik ist korrupt, Politik ist im Prinzip korrupt, weil die Märkte immer überlegen sind und bis in die Denunziation von demokratischen Strukturen. Manchmal bei der Schuldenbremse, heute habe ich immer noch die Idee oder die Vermutung, dass manche sehr konservative Neoliberale da argumentieren wie Milton Friedman, der Staat ist im Grunde genommen immer korrupt. Da hat Schumpeter leider einen sehr schlechten Beitrag. Schumpeter ist einer der größten Ökonomen. Ich habe ihn immer wieder zitiert. Immer wieder sehr stark, vor allem über seinen Topos Steuerstaat habe ich eins meiner ersten Bücher gemacht mit dem wunderbaren Kollegen Rolf-Richard Grauhahn. Aber Schumpeter hat einen schweren Fehler gemacht, den hat natürlich die andere Seite unglaublich aufgegriffen. Das ist mit der Stimmmaximierung. Wir haben ja wunderbare Kollegen aus der Politik in Bremen, aus der Bürgerschaft. Alle, die in Politik gehen, sind immer nur rüde, schmutzige Stimmmaximierer. Und die gucken, wo die Stimmen haben. Ob sie wiedergewählt werden, das ist ein absoluter Unfug. Das war, wenn ich mal so sagen darf, von Schumpeter war das ein Fehltritt insgesamt und den muss man auch insgesamt mal korrigieren. Wir haben, ich würde sagen, was wir am Sachverständigen, wir sind, hat Achim recht, wir haben uns eigentlich entwickelt aus der Auseinandersetzung, Kritik des Sachverständigenrats und da sage ich nochmal zwei Daten. 1968 steht im Sachverständigenrat im Jahresgutachten, da muss man sich vorstellen, erstmals Einbruch, Wirtschaftskrise. Dann kommen die ganzen ersten Wirtschaftsstabilisierungsgesetze, die ganzen Aktivitäten, damals vor allem auch der SPD, die da vorzüglich sozusagen den deutschen Keynesianismus eingeführt hat, weil wir den Schock hatten, dass plötzlich die Wirtschaft zusammenbricht. Da schreibt der Sachverständigenrat, die Entdeckung der Vollbeschäftigung ist vergleichbar mit der Überwindung der industriellen Revolution. Also richtig ein revolutionäres Bekenntnis. Beschäftigung, Arbeitslosigkeit darf nie ein Instrument der Disziplinierung von Beschäftigten werden. Das war Herbert Giesch 1968. Und dann hat es eine ganz harte, auch unter dem Druck der Amerikaner von Milton Friedman, hat es eine ganz harte Wende gegeben, hin in Richtung des Neoliberalismus. Damals hieß es ja noch anders. Damals nannten wir es Monetarismus, meint aber insgesamt dasselbe. 1973, mein alter Lehrer, Norbert Kloden, der seitdem mit mir danach kein Wort mehr mit mir geredet hat, weil ich das kritisiert habe, führt ein die Geldmengentheorie von Milton Friedman, die regelgebundene Geldmengenpolitik, nach dem Motto, der Staat darf gar nichts machen, der Staat macht immer alles nur kaputt mit Finanzpolitik, 1973. Und 1975 kam ein Gutachten, das hat uns richtig aufgelöst, mit der sozusagen pseudo-ernsthaften Überschrift, Krise der Marktwirtschaft, schreibt der Sachverständige ein Jubel auf die Funktionsfähigkeit, auf die Effizienz der Märkte und die Überlegenheit und Politik und Gesellschaft hat sich dem zu unterzuordnen. Daraus sind wir entstanden. Und wenn man daran jetzt die Arbeit des Sachverständigenrats sieht, dann hat sich die Situation insgesamt unglaublich positiv verändert. Wir haben damals gekämpft, bis auf den heutigen Tag, haben viele heute schon gesagt, auch du nochmal, Achim, für Wissenschaft Pluralität. Pluralität ist für mich ein Kampfbegriff, weil es die einzige Chance ist, dass man zum Dialog kommt, dass man zur Auseinandersetzung kommt. Und wenn heute, am Montag im Weserkör der Hüter, da steht immer Arbeitgebernahes Institut, was der Hüter geschrieben hat, hat mich richtig persönlich
erregt, hat mich richtig emotional aufgeräumt, weil er wirklich darauf hinweist, dass wir die Pluralität, wir brauchen die Auseinandersetzung. Hüther war ein typischer Vertreter, wo ich immer gesagt habe, das ist mir egal, von welchem Verband der kommt. Und wir, wenn wir diskutiert haben, auch wir waren viel bei in Medien, dann hat sich gezeigt, dass Pluralität eben das Einzige ist, um im Grunde genommen, wenn man so will, zur besseren Lösung. Und das Zweite ist, wir haben übrigens etwas, es gilt heute als selbstverständlich, aber damals war es nur fast ja, revolutionär, nicht, aber aufregend war es. Wir haben dafür gekämpft, dass dieser Sachverständigenrat, dieser Rat, jahrzehntelang keine Frau drin war. Ich weiß noch, wie wir mal formuliert haben, die Polemik. Also Frauen, als wir zurückkamen an die Bremer Uni, Kollegen Bissegger, Gerstenberg, gesagt, ihr, jetzt müssen wir sagen, die Republik ist der Meinung, ihr seid zu doof für einen Sachverständigenrat. Da war keine Frau drin. Und da haben wir dafür gekämpft, haben es dafür eingesetzt. Und dass heute zwei Kolleginnen da drin sind, auch vorher schon die Isabel Schnabel, die jetzt ja so stark angegriffen wird in ihrer Rolle als Vorstand der Europäischen Zentralbank, meines Erachtens zu Unrecht angegriffen wird, da hat sich was grundlegend geändert. Und wenn heute, Achim, das sage ich dir an dieser Stelle öffentlich, dass du das, dass ihr das hingekriegt habt, ihr beide miteinander, die Schnitzer und du, dass ihr das hingekriegt habt, Position, und zwar nicht mehr Minderheiten, sondern andere Meinungen, wie das schön heißt im Dialog, zu schreiben, finde ich unheimlich gut. Und allein in dieser Position hat sich der Sachverständigenrat unglaublich stark geändert. Ich will jetzt auf die konzeptionellen Probleme nicht mehr eingehen. Ich glaube nur, es gibt in der Irene hat es auch angesprochen, es gibt sozusagen so allmählich eine Annäherung. Nämlich die Probleme sind so groß geworden, die ökonomisch-sozialen, ökologischen Probleme sind so groß geworden, dass man sich die Primitivität eines Neoliberalismus gar nicht mehr erlauben kann. Sozusagen bei diesen Problemen zu glauben, man könnte sozusagen durch den Rückgriff auf Marktmechanismen, das geht nicht. Aber die Antwort ist eine andere. Die Antwort ist nicht, die Märkte deshalb abzuschaffen. Das wäre ganz wichtig, sondern die Märkte haben ihre Funktion, aber sie müssen embedded, wie das damals formuliert war. Sie müssen eingebettet werden. Mechthild hat es in einem Beitrag zum Mindestlohn bei Buten und Binnen in einer wunderbaren Weise erklärt. Sie müssen eingebettet werden, müssen gesellschaftlich eingebettet werden. Märkte sind sozial dumm, sie sind sozial gefährlich, sie sind sozial doof, aber nicht, weil sie sozusagen geschaffen worden sind, um doof zu sein, weil sie nicht können. Der Mechanismus, aus dem Mechanismus heraus, kann im Gegensatz zu Friedmans Vorstellung, dass die Märkte immer sozial sind, kann es nicht sein. Also muss ich sozusagen das Projekt sozial fundieren. Ich würde mal nicht nur sagen sozial fundieren. Zweitens, Märkte sind auch nicht, weil die Handakteure blöd sind, das wäre ein völliger Unfug, und weil die gehässig und hinterhältig sind, sondern Märkte sind ökologisch blind. Sie haben sozusagen ein Kurzfristinstrument in der Gewinnorientierung und können sozusagen die negativen Folgen eines heutigen ökonomischen Handelns, sprich CO2-Ausstoß, können sie einfach nicht in ihr Rechenmodell integrieren. Und das ist die Begründung, das hat damals Cécile Pigou 1912 schon, dann 1920, als die Externalisierung sozialer Kosten betrat, da hat Pigou seine Steuer abgeleitet. Heute ist die CO2-Abgabe nichts anderes als im Grunde genommen eine gute, mit Schwierigkeiten Umsetzung dessen. Also sind ökologisch überfordert. Aber das ist, was wir jetzt erfahren, auch mit der neuen Großen Koalition, eine Aufgabe, die ich übrigens mit großer Freude beobachte, was wir jetzt beobachten ist, dass wir merken, wir können nicht mehr die Konfrontation machen, Staat und Markt. Das geht nicht mehr. Das ist, geht in jedem Fall auf beiden Seiten schief. Die einen mehr Staat, ja, sondern was wir machen können, wir müssen begreifen, dass unser ökonomisch-soziales Projekt ein gesellschaftliches Projekt ist, ein politisches Superprojekt, in dem man alle Institutionen, alle Mechanismen, die zur Verfügung stehen, irgendwie miteinander zusammenbringen muss. Das ist die wichtige Aufgabe. Dann nochmal ganz schnell, mir lag es sehr dran, diese Thesen, diese Erkenntnisse auch zugänglich zu machen. Du hast recht, ich bedanke nochmal, du hast recht, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass ich sehr gerne darüber auch versuche, das zu erklären. Ich habe das ja nochmal wiedergegeben, ich habe natürlich auch lernen müssen, brutal lernen müssen,
wie man mit Medien umgeht. Das hat man ja normalerweise nicht mitgekriegt, aber ich kenne natürlich, ich erinnere an die Situation, ich wiederhole die nochmal, als ich bei einem meiner ersten Fernsehauftritte so ganz stolz mit voller Brust sage, oh, wir müssen die wirtschaftspolitische Inkompatibilitätsanalyse vorantreiben. Da kam wirklich aus hinter der Kamera mein alter Freund Ulrich Kienzle vorgerannt und hat gesagt, Hickel, spinnst du? Wenn du einmal nochmal so auftrittst, fliegst du aus dem Studio raus. Also zu lernen, das sozusagen nicht zu simplifizieren, aber es einigermaßen zugänglich zu machen. Und in Bremen gab es für mich, das war sozusagen als Bremer mit schwäbischem Migrationshintergrund, war meine große Aufgabe von Anfang an als Angestellter des Landes Brems, als Angestellter, der von den Steuerzahlern bezahlt wird, auch immer etwas zurückzugeben. War bei mir immer ein starkes Motiv. Und das habe ich von Anfang an, von 1976, intensiv begleitet, die finanzielle Sicherstellung des Stadtstaats Bremen. Ich freue mich auch, dass unser Finanzsenator Strehl, Dietmar Strehl hier ist. Von Anfang an, es war ein bisschen schief, Henning, als ich dann plötzlich Staatsrat werden soll, die Story lassen wir heute weg, die dauert zu lange, wird auch viel Unfug erzählt. Aber, wird im Buch erzählt. Ja, übrigens wollte ich sagen, ich habe ganz kurz reingeblättert. Vor einem Beitrag zitter ich jetzt schon, den muss ich in Ruhe lesen, das ist der von einem der besten Kenner Bremens und der das sozusagen das Trüffelschwein des bremischen Journalismus, also ganz positiv, investigativen Journalismus, das ist Wigbert Gerlich. Ich bin mal gespannt, was, hoffentlich erzählt er die Geschichte, ich bin sicher, erzählt die Geschichte richtig. Aber Henning Scherf war mir, wir haben als Sozialsenator, aber vor allem als Finanzsenator, und ich habe mir vorgenommen, Henning, mich heute bei dir in einem Punkt zu entschuldigen. Wir waren in der heißen Debatte des Keynesianismus. Ich weiß, Ehring und wie sie alle hießen und die Jungsozialisten und wir alle haben, Heiner übrigens, du auch, der will es nicht mehr wissen, aber ich sage es trotzdem. Wir haben damals gekämpft für eine keynesianische Politik in Bremen. Und haben wir dir geredet, Rolf Richard Grauen, unser beider Freund war dabei, haben wir dir geredet und haben dir das richtig aufgeschwatzt. Mach doch ein bisschen Expansionspolitik. Und seitdem gibt es im Bremer Haushalt, gibt es einen Scharfsprung in der Ausgaben. Es gibt ein bisschen einen Scharfsprung. Und ich sage mal, soweit wir den Ausgabensprung, der meinem geschätzten Henning Scherf zugerechnet wird, soweit wir dafür die Verantwortung haben, übernehme ich es hier für alle, die es angerechnet haben. Wir entschuldigen uns ganz herzlich bei dir, dass du sozusagen da Wissenschaft so ernst genommen hast, obwohl ich sagen muss, damit ich nicht ganz die Seriosität verliere, in der Fußnote steht drin, dieses Modell des Expansionsfiskalismus ist natürlich nicht zu übernehmen bei Bremen, weil da die Importquote praktisch 90% ist, weil sowieso alles, wie auch immer, nicht im Detail. Aber das ist mir insgesamt ganz, ganz wichtig. Ich möchte zum Schluss sagen, die Frage nochmal von dir aufnehmen, Achim, wo stehen wir eigentlich heute? Ich glaube, du hast recht, an vielen Bereichen, sozusagen in dem eigentlichen Zentrum der Gesellschaft, dort wo Politik gemacht wird, dort wo Politik beraten wird, dort wo auch Verantwortungspolitik gemacht wird, ist sozusagen das Schisma, ist die Spaltung zwischen sozusagen den Marktradikalen und den keynesianisch-revolutionären Linken, die Spaltung ist nicht mehr so groß. Die hat sich sozusagen ein bisschen, bleibt beim Diskurs, den du auch propagiert hast, aber die Spaltung ist, wir haben heute ein ganz anderes Problem. Vielleicht ist das sogar ein Ausdruck dessen, ich weiß es nicht, habe ich nicht drüber nachgedacht. Wir haben heute das Problem, die Gesellschaft ist heute bedroht durch einen widerlichen, dreckigen Rechtsradikalismus, vor allem im Denken. Wenn wir von Paradigmenwechsel reden, dann wissen wir ja, von Begriff Paradigma ist ein zeitbestimmendes Denkmuster und Handlungsmuster. Und meine Sorge ist, dass wir, was jetzt auch in der Corona-Krise zeigt, dass wir im Grunde genommen, sich sozusagen eine Spaltung Gesellschaft, die im Grunde genommen die Impfkampagne, die Kampagne gegen das Impfen, nutzt als gesellschaftliche Spaltung. Und dass damit im Grunde genommen auch die Gesellschaft selber in dem eigenen Bereich, in dem man versucht, normal die Verhältnisse weiterzuentwickeln, dass da die Gesellschaft eher etwas mehr zusammengewachsen ist. Ich will an sozusagen folgenden Dingen das deutlich machen. Und Achim, soweit du mir noch zuhörst, ist das auch ein Kompliment an dich. Das ist ein Kompliment an alle meine Kollegen
in der Arbeitsgruppe Alternativen Wirtschaftspolitik und viele anderen, die denken und handeln, vor allem auch die Gewerkschaft, die mir an der Stelle ganz wichtig sind. Wir haben im Grunde genommen die Corona-Krise, die ja auch gewisserweise schon ein Lehrmeister geworden ist, die Corona-Krise ist im Grunde genommen die beste Fundierung, mit dem Neoliberalismus endgültig aufzuhören. Es gibt kein, das ist schon mal ist naiv, was ich sage, aber es ist trotzdem bemerkenswert. Ich habe keinen erlebt, der in der Corona-Krise irgendwann gesagt hat, wir brauchen mehr Markt. Kein. Ich meine, so blöd ist dann auch mit Ausdrucksweisen, so blöd ist dann auch wieder keiner. Keiner. Das ist schon mal ein Riesenerfolg. Also wir müssen die Marktkräfte stärken, alle bis tief in die neoliberale Vertretung hinein, waren der Meinung, wir brauchen handlungsfähigen Staat. Und die Erfahrung, wir brauchen handlungsfähigen Staat, ist, die wir immer schon hatten, die auch du nochmal vor allem mit der ökologischen Transformation angesprochen hast, die ist so weiter. Erstens, profitgetriebene Globalisierung. Ich meine, wenn ich heute Gabor Steingart lese, dann kommt mir das manchmal ganz komisch vor. Gabor Steingart, als er noch beim Spiegel war, war jeder verteufelt, der ein Wort der Kritisierung oder der Globalisierung gesagt hat. Und wo stehen wir heute? Heute stehen wir plötzlich da und sagen, halt mal, Globalisierung, die sozusagen die Welt nur noch nach Profitinteressen aufteilt, das kann ja gar nicht, muss ja schief gehen. Wir entdecken in der Corona-Krise das, was wir eigentlich schon längst entdecken müssen. Wir entdecken beispielsweise die Notwendigkeit einer starken lokalen Ökonomie. Haben wir ja in Bremen diskutiert. Das Zweite ist, und das ist richtig ein dickes Pfund, Achim hat es ausgeführt und das sei auch mal mit Blick auf Irene Dingel da und auf dich, Günther, weil wir da im Institut viel gemacht haben. Wir waren die Ersten, unerbittlich, die gesagt haben, ein System, ein Arbeitsmarkt, in dem die Prekarisierung voranschreitet, in dem die Gewerkschaft, nicht weil sie blöd sind und faul sind, weil sie strukturell, systemisch nicht mehr an die Prekarisierung rankommen können, und damit da eine ganz üble Ausbeutung stattfindet, die natürlich was mit Hartz IV zu tun hat. Dagegen gibt es nur eine Möglichkeit, ordnungspolitisch begründet, nicht als ab, das sind die Mindestlöhne. Die Mindestlöhne sind im Grunde genommen das wichtige Instrument, um sozusagen das Absagen, und ist am Ende auch, das habe ich am Anfang nicht immer so klar gesagt, ist am Ende auch eine Stärkung der Gewerkschaften, weil sie damit ordentlich Tarifpolitik machen können. Dass jetzt im Koalitionsvertrag 12 Euro steht, da kann man immer noch sagen, ist zu wenig. Aber da muss man doch mal wirklich feststellen, das ist doch ein Fortschritt im Denken. Und dann frage ich mich, die Polemik sei mir erlaubt, wo ist eigentlich Hans-Werner Sinn, der wieder rumbrüllt mit der Inflation? Wo ist Hans-Werner Sinn, der bei der Einführung der ersten Wert in der Bild-Zeitung zitiert wird, ganz groß, über 1 Million Arbeitsplätze gehen verloren. Wo sind die Institute, die gesagt haben, Mindestlöhne ist der Untergang des Abendlandes? Übrigens, einige Institute, einige haben auch sehr früh gesehen, dass es eine Möglichkeit ist. Und dass im letzten Oktober der Nobelpreis an David Card vergeben worden ist, der die ersten empirischen Untersuchungen gemacht hat in Amerika, die sogenannte Pennsylvania-Studie, der hat das falsch erklärt, da sind wir uns auch einig. Aber das Phänomen, dass eine Aussage nicht richtig ist, nämlich dass dort, wo Mindestlöhne sind, die Arbeitslosigkeit zunimmt. Das Dritte ist, ein ganz wichtiger Bereich, den Axel auch nochmal angesprochen hat, das ist die Regulierung des Finanzsektors. 2008, da muss ich auch, da sei mir erlaubt, die Hinweis auf meinen geschätzten, leider zu früh verstorbenen Kollegen Hufschmidt. Als die Krise 2009, das bahnte sich schon ein bisschen früher an, aber dann 15. September 2008, Entschuldigung, Lehman Brothers, als die Krise kam, das wird die Biene bestätigen, war ich noch nie so im Stress. Da riefen alle an, was sind CDS, was sind CDO, was ist ein Derivat, was sind Leerkäufe. Da kriegte ich an, was ist Rating und so, kriegte ich unglaublich viele Anrufe. Und wo habe ich nachgeguckt in meiner ersten Verzweiflung? Vor allem in das geniale Buch von Jörg Hufschmidt, Politische Ökonomie der Finanzmärkte. Jörg Hufschmidt hat sozusagen gewisserweise vorbereitend, ohne es glaube ich zu wissen, für die Krise schon mal alles erklärt, wie es geht. Und beispielsweise, was wir dann später weiterentwickelt haben, da darf ich auch mal Karl Marx zitieren aus dem dritten Band. Der hat im dritten Band ja angelegt, die Möglichkeit, wie sich sozusagen bei der Entfaltung von Profitwirtschaft im Realsektor, die immer mehr an Grenzen stößt, wie sich immer mehr sozusagen Finanzmärkte, das sozusagen das Geld-Geldschaff-Geldsystem herausbringt und damit eine große Krise
für die Gesamtwirtschaft darstellt. Das hat er zusammen, wir haben es dann später weiterentwickelt. Und Achim, das können wir uns ruhig auf die Fahne schreiben, wir haben dann dafür gesorgt, dass es hier, dass die Regulierungsdebatte vorangetrieben wird. Und ich will sagen, dass in der Regulierungsdebatte der Banken, die Regulierung der Banken, ein ganzes Stück vorangeschritten sind. Wir haben jetzt ein anderes Problem insgesamt mit den Schattenbanken. Und schließlich, der Höhepunkt muss sein, Achim, an dich, zu dir nochmal gesprochen, der Höhepunkt, wo ich wirklich sehe, dass es einen großen Durchbruch gegeben hat. Und das ist die ganze Frage der Schuldenbremse. Ich hätte die Lust, aber ich mache es hier nicht, nochmal die ganze Debatte aufzureißen. Ich sage nur eins, bei der Schuldenbremse ist, glaube ich, ein großer Denkfehler gewesen. Sie ist eigentlich weniger ökonomisch rational nicht begründbar. Eva, tschüss, viel Spaß bei der. Ich weiß, was du machst, ganz herzlich. Aber die Inkompetenz sozusagen bei Finanzfragen zum Prinzip zu machen. Und entscheidend ist, wir haben jetzt viel Diskussion, Achim, wir haben dank deiner frühen Literatur, auch viele andere, auch das Memorandum, vieles haben wir da geschrieben, warum im Grunde genommen die goldene Regel richtig ist, warum das Pay-as-Use-Prinzip von Musgrave damals, man kann sozusagen Zukunftsinvestitionen auch über zukünftige Beteiligung der künftigen Generation daran beteiligen. Und da frage ich mich, was hat eigentlich die Kehrtwende gebracht? Von der ich glaube, selbst der Finanzminister zeigt sich zumindest ein begnadeter Zweckoptimist, indem er sagt, ich will 2023 wieder Schuldenbremse. Aber das, was mir gekommen ist, immer verbunden mit Zukunftsinvestitionen, mit dem Blick in die Zukunft, die Brücke zu bauen. Und das ist eine ganz richtige Vorgehensweise. Und im Grunde genommen, wenn man so will, Kupfer des der Lindner, der Bundesfinanzminister, muss ja vornehm heute sein, Kupfer des gewisserweise ab. Und ich sage, er hat recht so. Jetzt hoffe ich nur, dass der nächste Sprung gelingt. So sagt, jawohl, wir nehmen die 60 Milliarden, aber wir werden die Schuldenbremse künftig ganz anders behandeln, so etwa, wie es etwa beschrieben worden ist, jetzt auch von Achim Truger und insgesamt von anderen. Ich danke nochmal ganz gern für die Veranstaltung. Ich danke meiner Frau.